Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur inzwischen 59. Lesung des wundervollen Buches Das Doppelgesicht des Papsttums von James Edgar Wylie aus den 1850er Jahren. 170 Jahre alt und nie war er so wertvoll wie heute. Das Buch von James Edgar Wylie. Weil, wenn man die Welt heute verstehen will, dann muss man nur verstehen, wie das Papsttum funktioniert. Und James Edgar Wylie hat das Papsttum hier unglaublich, wie man so schön in Flämisch sagt, ob der Roster gelegt. Das heißt, er hat es durchleuchtet, er hat es für uns erklärt, er hat uns gezeigt, dass das Papsttum doppelzüngig ist wie die Schlange, dass es eben auch für die Schlange und den Drachen, den Satan, den Teufel, den gefallenen Engel steht, dass es nichts weiter ist als die Kirche des Satans, die römisch-katholische Kirche. Und wir haben so viele Dinge schon bereits besprochen und letztes Mal hatte ich ja probiert, in dieses letzte fünfte Kapitel des vierten Buches reinzukommen. Hat nicht geklappt. Wir haben eine sehr interessante Sendung gehabt, nichts gelesen, außer einen Absatz, den ich gleich nochmal lese, ohne jetzt groß zu besprechen. Das haben wir letztes Mal gemacht. Und dann wollen wir mal reingehen auf den Einfluss des Papsttums, also des Papismus, auf die Nationen. Das ist das, was wir uns heute in diesem Buch vorgenommen haben. Bevor wir das jedoch machen, wollte ich noch ein Lied spielen. Nur, warum habe ich mir das Lied jetzt nicht schon gestartet? Das kann ich euch auch nicht sagen. Also muss ich das eben vom Desktop aus machen. Alexander hatte diese Woche keine Zeit, ein neues Lied zu machen. Und dann habe ich dafür optiert, um nochmal mein Lieblingslied zu spielen. Das heißt Zeugnis von der Kraft Gottes. Und das kommt jetzt hier. Es gibt einen Weg ohne Gott. Ich hab gemeint, es gibt ein Leben ohne dich. Und ich hab's gelebt, mein Leben ohne dich. Und es ist zur Geschichte geworden für dich. Ich muss ausbrechen von zu Hause, aus der Ort, wo alles tot und scheinheilig ist. Hast das, dass ich daran erstick, so verloren, so materiell, so voll Zauberer. Gewalt in der Schule, ein Geschrei zu Hause. Die Welt ein roter Planet, wütig und gewaltig. Dabei bin ich so voll Einsamkeit. Keine Liebe, nur noch Gier nach Trost und Zärtlichkeit. Der große Knall, alles zerbrochen in mir. Ich hab keine Wahl, bin in der Straße zur Hölle. Such nach einem Ausweg aus diesen Qualen. Ist es die Endstation? Gibt's noch Annahme, wo noch Liebe? Und wieso bin ich am Leben? Es lohnt sich doch nicht. Alles voll Schmerz, alles voll Schuld in mir. Kein Ausweg daraus, wo ich anstark kann sein. Lieg am Boden. Bin allein, Tränen fließen, mein Leben am Ende. Lieg am Boden und bin allein, Tränen fließen, mein Leben am Ende.
Jesus, ich seh dich und seh, wie du am Kreuz hängst. Du bist allein, Tränen und Leid. Und alles, ich stumm in mir. Und er ist gestorben. Donnerblitz, der Vorhang zerreißt, der Vorhang zerreißt. Und Schweigen, er hat sich heute schlachten lassen, für die ganze Welt, für dich und mich. Auf den Tag, wo er aufersteht. Und er ist Gott, auferstanden nach 3 Tagen. Und Jesus Christus, ich sage ja. Dein Reich, zeigst mir deine Wunden und trocknest meine Tränen. Ich leg mich in dein Schoß, du hebst mich ganz fest, gibst eine neue Hoffnung, gibst ein neues Leben mir. Werde Gott voll Friede, heiligt mich durch und durch, bewahrt mein Geist samt Seel und Leib unversehrt und tadelig für deine Ankunft, Jesus Christus. Denn treu bist du und der euch ruft, und er willst du. Der euch ruft, und treu bist du, der euch ruft, grenzenlos ist deine Macht, grenzenlos deine Liebe. Vertraue ich dir, grenzenlos, vertraue ich auf dein Wort. Immer wieder schön, dieses Lied. Immer wieder schön und bringt mich immer in die richtige Stimmung, James Edgen Wiley oder andere Dinge zu lesen. Aber gerade, wie gesagt, dieses Buch von James Edgen Wiley ist es so sehr wert, gelesen zu werden. Und ich freue mich auf die letzten knapp 60 Seiten, die noch vor uns sind und die wahrscheinlich noch einige Lesungen dauern werden. Also Einfluss des Papismus auf den Nationalwohlstand. Die ökonomische Lage eines Volkes ist unmittelbar von dem Stande seiner sittlichen und intellektuellen Bildung abhängig. Nachdem wir den niedrigen Stand der papistischen Völker in letzterer Beziehung nachgewiesen, bleibt uns nur noch kurz darzulegen, dass sie auch im Nationalwohlstand den evangelischen nachstehen. Der Beweis ist auch nicht schwer zu führen. Die Reformation brachte das Papsttum in den Schmelztiegel der Schrift. Die 3 seitdem verflossenen Jahrhunderte, in denen der Erfahrung
Und der Romanismus ist in jedem dieser Prozesse als zunächst befunden worden und ersteren als Gegner der Wahrheit und daher der ewigen Glückseligkeit, im zweiten als Feind eines gesunden sozialen und politischen Zustandes und daher der irdischen Wohlfahrt des Menschen. Die Reformation, welche die Geister entfesselte, die Herzen belebte, die Reformation, die den Verstand erweckte, die im dunklen Zeitalter, erstickt wurde, dadurch, dass die Leute dumm, ignorant, Analphabeten und so weiter gehalten wurden, der das Gefühl reinigte, die Reformation, die den Willen stärkte, brachte eben dadurch jedes ihrem Einflusse hingegebene Volk in raschem Laufe auf eine in geistiger und materieller Beziehung höhere Kultur und darum auch auf eine höhere Glücksstufe. Und nachgerade zieht der desfallige Unterschied zwischen evangelischen und papistischen Ländern die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich. Man sehe auf Westeuropa, den Hauptkampfplatz beider Systeme. Nach 300-jährigem Nebeneinanderbestehen und Kämpfe auf evangelischer Seite ein stetiger Aufschwung, auf katholischer ein beständiges Sinken. Kann es einen schlagenderen Beweis geben? Dass der Papismus gegen den wahren Fortschritt und dass der Papismus gegen die Volkswohlfahrt eine Schranke bildet, dass der Papismus moralische Versunkenheit, Indolenz, ja, Indolenz ist aus den lateinischen Worten Indolentia, Unempfindlichkeit gegen Schmerzen oder Leiden, bedeutet Schmerzlosigkeit, Schmerzfreiheit, aber auch Gleichgültigkeit gegenüber Schmerzen im körperlichen wie auch im psychischen Sinn. Also, dass er moralische Versunkenheit, Indolenz, Unbeholfenheit, Mangel und Armut in seinem Gefolge hat, das kann man in der Mitte der Schweizer Alpen wie in den Sümpfen von Connaught, in den blühenden Fluren Siziliens und in den Einöden der Hebriden wahrnehmen. Die Hebriden sind eine Inselgruppe bis zu 50 Kilometer vor der Nordweste Schottlands gelegen, die Gegend, aus der James Edgar Wylie, der Schotte, kam. Das zeigt ein Vergleich zwischen Frankreich und England. Das zeigt ebenso ein Vergleich zwischen Österreich und Preußen. Zwischen dem Vereinigten Nordamerika, der Tochter des evangelischen Englands, und Mexiko wie Peru, den Kindern des römisch-katholischen Spanien. Frankreich und Österreich sind von Natur gesegnetere, an inneren Hilfsquellen reichere Länder als England und Preußen. Mexiko und Peru stehen, was Klima, Land und Produkte betrifft, den nordamerikanischen Staaten weit voran. Wie kommt es dann, dass die Schalen der Erstgenannten so hoch auffliegen, wenn das Nationalglück gewogen wird? Nach allem in den früheren Abschnitten beigebrachten, können wir die Beantwortung dem Leser getrost überlassen. Und hier gehen wir in eine Fußnote, die geschrieben ist in dem Werk von Macaulay, History of England, also die Geschichte von England, in der das Zitat kommt: Jeder Fortschritt in Wissenschaft, Freiheit, Wohlstand und den Künsten des Lebens ist nur durch das Christentum im Gegensatz gegen die römische Kirche und im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Gewalt gemacht worden. Die lieblichsten Landstriche Europas sind unter ihrer Herrschaft in Armut, Knechtschaft und geistigen Schlaf versunken, während protestantische, durch Unfruchtbarkeit und Unkultur einst sprichwörtliche Länder durch Kunst und Gewerbefleiß in Gärten verwandelt worden und einer langen Reihe von Helden, Staatsmännern, Philosophen und Dichtern sich rühmen dürfen. Ende Zitat. Eine Fußnote, über die man vielleicht einmal ein wenig nachdenken sollte und das auf unsere Welt heutzutage oder auf die Geschichte der Welt in den letzten 150 Jahren zupassen sollte. Das gebe ich hier mal zu bedenken. Ein sehr, sehr wichtiger Satz, was der Macaulay da in diesem Buch geschrieben hat. Wir wollen nun eine kurze Rundschau über Europas Länder halten und jetzt wird's interessant. Belgien, ebenfalls der blühendste unter den römisch-katholischen Staaten Europas, in dessen Gebiet auch frühere gewaltige Stürme die Blüte des Handels und der Industrie nicht haben zerstören können, spricht nichtsdestoweniger für unsere Behauptung.
denn erstlich ist seine Kultur eine vornehmlich protestantische Schöpfung, gepflanzt von vertriebenen Hugenotten, die durch die Bereicherung des Landes mit den Schöpfungen der Industrie die Gastfreiheit vergalten, welche einst verfolgte Opfer spanischer Glaubenstyrannei in Frankreich gefunden hatten. Sodann ist noch heute, auch mitten in ganz römisch-katholischen Gegenden, zum Beispiel Brüssel, der größte Reichtum in den Händen protestantischer Industriellen. Und endlich gibt es ein belgisches Irland, nämlich die flandrischen Provinzen. Das habe ich hier deswegen blau angestrichen, weil das vor 150 Jahren galt, als James Edgar Wylie das schrieb, und das ist heute immer noch so. Belgien ist ein Kunststaat. Es gibt ja so einige Kunststädte oder Kunststaaten, besser gesagt, auf dieser Welt. Belgien ist einer davon. 1831 errichtet. Die hatten noch nicht mal einen eigenen König, da haben sie einen aus Deutschland importiert. Das belgische Königshaus ist abkommstig, also stammt von einer deutschen Adelsfamilie ab. Es ist ein deutscher König, den sie hier importiert haben, Leopold I. in der Zeit. Das Königsgeschlecht kenne ich jetzt selbst, wenn ihr das wissen wollt, dann könnt ihr das selber nachschauen. Der Punkt ist, wir hatten Frankreich, das immer unter dem papistischen Einfluss stand, und natürlich Spanien, das über Frankreich bis hier oben reingewirkt hat, bis hier in den Norden reingewirkt hat. Spanien, das unter Alba, dem Prinzen von Alba oder wie er hieß, im 16. Jahrhundert ganz Niederlande 3 Millionen Menschen unter Interdikt gesetzt hat, weil sie protestantisch waren. Es gab viele Kriege, es gab spanisch-niederländische Kriege. Da habe ich mich früher immer gefragt, als ich das nicht kannte, wieso führten Niederlande und Spanien Krieg miteinander? Die liegen doch gar nicht nebeneinander, das ist doch gar nicht logisch. Na, es ist erst logisch, wenn man den Glaubenshintergrund, den religiösen Hintergrund hinter solchen Kriegen kennt. Jedenfalls ist Belgien ein künstliches Land, das im Grunde aus dem Niederlande, also aus dem, was wir Niederlande kennen, im Grunde abgehackt ist. Ja? Der nördliche Teil von Belgien, der heute Flandern ist, das sind die Provinzen, in denen ich hier lebe, das ist also Westflandern, Ostflandern, Flämisch-Brabant, Provinz Antwerpen und Limburg. Diese Provinzen sind im Grunde aus Niederlande genommen. Man hat damals eine Grenze gezogen für Niederlande, das ist in Niederlande heißt das zum Beispiel, der südlichste Teil von denen heißt Brabant oder Nordbrabant, und bei uns heißt das Flams-Brabant, also Flämisch-Brabant. Das ist eine Kunstgrenze, die da gezogen wurde. Und Belgien selber hat auch noch eine weitere Kunstgrenze, die kurz unter Brüssel sich durchzieht. Das ist nämlich eine Sprachgrenze, nämlich zwischen flämischen, also niederländischsprachigen Bürgern und französischsprachigen Bürgern. Belgien hat 3 Amtssprachen, Französisch, Niederländisch und Deutsch. Weil es gibt in den Ostkantons noch ein paar hunderttausend Menschen, die sprechen Deutsch, als Amtssprache sogar. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, man hat die Niederlande, man hat Belgien aus den Niederlanden abgetrennt oder einen Teil von Flandern aus den Niederlanden abgetrennt und hat das Belgien gemacht. Die Hintergründe dafür, da bin ich selbst noch nicht allzu tief drauf eingegangen. Aber es geht im Grunde darum, dass die Niederlande, so wie sie waren, in der Größe, in der sie waren, eine zu große protestantische Gefahr dargestellt haben. Und deswegen musste da was abgeknapst werden. Und das haben sie dann auch gemacht. Und dann 1831 diesen Kunststaat von Belgien errichtet, der schon immer, wenn man sich die belgischen Städte anguckt, Lüttich, Brügge, Brüssel, Löwen, wo ich wohne, das sind immer schon Hochburgen von Jesuiten gewesen. Also wenn man die jesuitische Geschichte studiert, dann sieht man, wie viele Jesuiten in diesen Schulen ausgebildet wurden. Es gab auch noch die in Nordfrankreich heute, da komme ich jetzt gerade nicht auf den Namen, wie das heißt. Das ist eine ganz berühmte Jesuitenschule, da waren auch die Carrolls drauf, haben dort studiert. Das ist aber jetzt Nordfrankreich. Wie gesagt, da hat man halt die Grenze gezogen. Und das war hier, das Belgien war immer eine Jesuitenhochburg. Und trotzdem, obwohl das so von den Jesuiten kontrolliert war, obwohl es so erzkatholisch war, mehr oder weniger, war es doch eine Blüte im katholischen Reich, eben wegen dem protestantischen Einfluss. Das ist genau das, was der James Edgar Wylie hier sagen will. Ja? Und wir müssen halt verstehen, dass das ein künstlicher Staat ist. Vor 1831 hat es Belgien in der Hinsicht nicht gegeben, obwohl Belgica bereits vor 2000 Jahren im Römischen Reich bereits Erwähnung gefunden hat. Also der Ausdruck Belgica oder der Staat, wie auch immer, das gibt es schon länger. Aber in den Grenzen, wie wir es heute kennen, gibt es das Land erst seit 1831. Das ist vielleicht mal so nebenbei eine interessante
kleine Geschichtsstunde und Erdkundestunde damit bei, die ich hier mit einfließen lasse, weil ich seit 30 Jahren jetzt in Belgien lebe, natürlich mich auch dafür interessiere. Und ich fand es sehr interessant, dass der Autor hier die Worte gewählt hat, es gibt ein belgisches Irland. Was meint er denn mit Irland? Irland ist ein Land, das ursprünglich protestantisch war und das dann von den Katholiken total umgekrempelt wurde. Und dann wurde es geteilt, nämlich in Republik Irland und Nordirland. Diese Teilung gibt es heute noch. Und das ist eigentlich ein blühendes Land. Aber wenn man sich das anguckt, was die Katholiken daraus gemacht haben, da ist nicht mehr viel blühend. Und das ist genau eben, was er eben auch meinte hier. Obwohl wir hier halt protestantische Industrielle haben, noch viel Geld haben, ja, ist es trotzdem sittenmäßig ein total katholisches, ein verkommenes Land. Das muss man da eben zusagen. Na? Also deswegen fand ich den Satz sehr interessant für mich selber. Ich könnte da auch noch weitere Studien zu machen, aber wir wollen uns ja nicht so sehr mit dem Weltlichen beschäftigen. Aber ich finde halt den Ausdruck ein belgisches Irland, nämlich die flandrischen Provinzen, sehr passend. Und diese flandrischen Provinzen, von denen er hier spricht, das ist halt der nördliche Teil von Belgien, der eben der Teil der Niederlande spricht, ausgenommen Brüssel selber. Brüssel hat wieder einen Extrastatus, weil das liegt mitten in Flandern, hat aber einen eigenen Status, ja, so wie ein eigenes Bundesland, könnte man beinahe sagen. Dieser Teil des Staates, also die flandrischen Provinzen, von jeher unberührt durch die protestantische Geistesströmung, seufzt unter dem Drucke bitterer Armut und gelegentlicher Hungersnot. Das flandrische Handelsgespinst, Handels, ja, Handels, Handgespinst, Entschuldigung, das flandrische Handgespinst gewährt natürlich seinen Verfertigern kaum die nötigsten Lebensbedürfnisse. Also von dem Handgespinst, da meint er diese Spitzarbeiten, diese Stickarbeiten, Näharbeiten, die vor allen Dingen in Brügge gemacht wurden. Da ist Belgien berühmt für geworden, vor einiger Zeit. Heute sind sie nur noch berühmt für vielleicht Schokolade und Bier. Aber natürlich konnten die Verfertiger davon kaum die nötigsten Lebensbedürfnisse decken und wird bei dem Fortschritt der Maschinen immer wertloser. Ne? Handarbeit wird immer wertloser, wenn man Maschinen damit reinsetzt. Das sehen wir heute im 2020 sehr, sehr gut. Der Mensch zählt gar nichts mehr und die Maschine mehr oder weniger alles. Ne? Und der Mensch wird überall mit Maschinen und Robotern und was weiß ich nicht alles ersetzt. Die Indolenz des Aberglaubens, die Indolenz, also da hatte ich ja erklärt, was das ist, und die ist des Aberglaubens Tochter, verdirbt hier wie in Irland, Entschuldigung, verdirbt hier wie in Irland das Volk und veranlasst in Brüssel dieselben unerquicklichen Parlamentsverhandlungen wie in London. Also, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, was ich gerade eben sagte über Flandern, belgisches Irland, wo ich sagte, der Protestantismus war hier ja auch niedergekommen, das ist ja aus Holland weggerückt. Der Protestantismus war hier, aber er hat sich nie durchsetzen können im Süden von Niederlande. Und deswegen haben sie das südliche Niederlande abgetrennt und haben da Belgien von gemacht, das eben sehr unter katholischem oder jesuitischem Einfluss steht. So ist es korrekter erklärt. Den Gegensatz bildet das den Rheinmündungen und dem Ozean abgedrungene und abgezwungene Holland, ne? Also was wir Niederlande nennen. Holland ist ja nur eine Provinz. Da hat der Autor jetzt nicht die korrekte Ausdrucksweise gebraucht, aber wir sprechen hier von Holland, das ist Niederlande. Im Anfang der Reformation ein Asyl für ihre Bekenner und in der Feuerprobe eines langjährigen Kampfes gegen die Feinde des Evangeliums und die Unterdrücker der politischen Rechte des Landes gestählt. Keines Landes Geschichte erhärtet so unwiderleglich, wie viel ein Volk bei innerer Anstrengung und bei unerschütterlichem Festhalten, vor allem am ungefärbten Bibelwort, auch unter den ungünstigsten äußeren Verhältnissen, ob rings von Feinden umringt, aus sich machen kann. Der Protestantismus ist dort, also in Niederlande, der Pfleger und Erhalter der Industrie, der Mäßigkeit, der Reinlichkeit, der gesunden Sitte und vernünftigen Freiheit geworden. Daher des kleinen Landes Blüte, wie auch nachdem Holland den größeren politischen Einfluss verloren, immer kräftig genug ist, einen solider
einen soliden Nationalreichtum zu erhalten. Wir kommen auf die alte Heerstraße Europas, in die Rheinlande, einst der Hauptsitz sowohl des deutschen Handelsverkehrs als der Macht des Feudalismus. Wie viele sonst blühende Handelsstädte an des Rheins Ufern sind jetzt verödet, während die Ritterburgen, welche die Rebenhügel krönen, in Staub verfallen. Kann es uns nun auch nicht einfallen, die ganze veränderte Stellung jener Gegenden im Weltverkehr dem Papismus aufzubürden, weil diese teils durch die großen Entdeckungen auf allen Gebieten und die von politischen Verhältnissen anhangende Eröffnung neuer Handelswege bedingt ist, so behaupten wir dagegen desto nachdrücklicher. Wo dort Handel und Gewerbe sich wiederheben, da ist es vornehmlich protestantischer Einfluss, der dies zu Wege bringt. Frankfurt, eine evangelische Stadt, hat gewusst, seine Stellung zu behaupten und zu verbessern. Die Städte am Mittel- und Niederrhein blühen zum Teil auf, weil protestantischer Einfluss seit der Besitznahme durch Preußen hier mächtig geworden. Auch in weit überwiegend katholischen Städten wie Köln, einem Hauptplatz des gesamten deutschen Zollvereins, ne, wir nennen ja auch Köln das deutsche Rom, ne, oder das Rom am Rhein, ne, einem Hauptplatz des gesamten deutschen Zollvereins ist die Waffe des Kapitals in den Händen von Protestanten, ist die Masse des Kapitals in den Händen von Protestanten. Mit vollkommenem Rechte kann man behaupten, jede Anlage einer neuen evangelischen Kirche in dem römisch-katholischen Rheinlande ist auch ein Hebel seines Wohlstandes. Weil nun aber Gottlob in keinem Teile von Nord- und Mitteldeutschland und nur in wenigen Ost- und Süddeutschlands die Keime der Reformation gänzlich haben ausgetilgt werden können, so bilden die bei weitem meisten Gegenden des Landes einen wohltuenden Gegensatz gegen die mangelhafte Kultur Südbayerns und der österreichischen deutschen Erblande. Die Naturschönheiten der Schweiz und die Wunderherrlichkeit ihrer Riesenberge können dem aufmerksamen Reisenden nicht mehr überraschen als der Kontrast zwischen den römisch-katholischen und evangelischen Kantonen dieses Landes. Der Übergang, zum Beispiel aus Lausanne in den Kanton Wallis, ist eine plötzliche Versetzung aus dem 19. in das 15. Jahrhundert. Die Überschreitung der sardinischen Grenze nach Genf bis hin nach Genf hin, der Fortschritt aus dunkler Zeiten Barbarei und Zivilisation der neuen Welt. Das Wallis weist Indolenz, Schmutz, Bettelhaftigkeit auf. Da sieht man verbuttete Menschen. Ja, verbuttet heißt körperlich und geistig zurückgeblieben. Öde Städte und öde Dörfer. Verfallene Meiereien. Elend bestellte Felder. Halsbrechende Brücken. Von den Fluten zerrissene Straßen. In Lausanne und Genf rüstige, reinliche Menschengestalten. Zierliche Häuser in Stadt und Land. Mit lachenden Gärten umgeben, sorgfältig angepflanzte Felder, Feste und schöne Brücken und Straßen, zwei Ländchen dicht nebeneinander, desselben Klimas, desselben Bodens, vom selben Volksstamme bewohnt und doch Wüste und Garten. Dort herrscht der Papst, hier das Evangelium. Der Verfasser James Edkin Wiley gibt eine äußerst lebensvolle Schilderung des Kontrastes zwischen den an Naturschönheit und Fruchtbarkeit wetteifernden Gebieten Sardiniens und des Kantons Genf in Bezug auf Verkehr und Gewerbefleiß, die wir aber als zu ausführlich mitzuteilen uns versagen. So, da konnte ich mich natürlich nicht eines Kommentars enthalten, weil ich sage dazu, das ist eben der Vorteil von eigens übersetzten Büchern. Die Vollständigkeit, die in Werken wie hier nicht gegeben ist. Wir sind hier wieder abhängig von der Gnade eines Übersetzers, der das Buch bereits in den 1850er Jahren übersetzt hat.
und der von sich aus meint, oh, James Edgar Wiley geht hier und da ein wenig zu sehr ins Detail, das ist zu schwelgerisch, das ist zu dies, das ist zu das, das muss man gar nicht übersetzen. Ich optiere dafür, das nicht ins Deutsche zu übersetzen. Das ist der Vorteil von eigens übersetzten Büchern, wie zum Beispiel Herrscher des Bösen, Hinter den Diktatoren und Die Himmelskönigin, Eine für alle, Alle für eine, Königin des Himmels und andere Werke. Aber diese drei, die ja zum Beispiel mit Romanismus und die Reformation auch schon auf meinem Kanal gemacht haben, also die von meinen Brüdern und Schwestern übersetzt wurde, mit denen ich ja immer noch Kontakt habe. Die Bücher, die gratis im Internet zur Verfügung stehen heutzutage, die vollständig übersetzt wurden aus dem Original, ohne dass etwas weggelassen wurde. Was bei der Himmelskönigin so ist, dass da einige Dinge gestrichen werden, aber das hat inhaltlich zu tun, das hat damit zu tun, dass da Zukunftslehre sich eingeschlichen hat in das Buch und die muss herausgestellt werden. Die wird nicht rausgeschnitten, die wird auch übersetzt, die wird euch gegeben, aber es wird gekennmerkt als falsche Lehre. Aber deswegen finde ich es ganz wichtig, hier mal zu sagen, das ist wirklich der Vorteil von eigens übersetzten Büchern. Wir hatten das Buch von Charles Chiniquy, 50 Jahre in der Kirche Roms, das ist zensiert. Wir hatten das Buch von Charles Chiniquy, Die Frau, der Priester und der Beichtstuhl, das ist zensiert. Ich habe jetzt letzte Woche ein Buch erhalten, der neue Matthew Henry-Kommentar. Matthew Henry ist ein biblischer Kommentator, der gelebt hat im 17. Jahrhundert. 1662 wurde er geboren und hat, glaube ich, gelebt bis 1714 ungefähr. Also ist gar nicht mal so alt geworden. Und der hat die ganze Bibel kommentiert. Wunderbar, die König James kommentiert. Und diese Übersetzung gibt es jetzt, also diese Kommentare gibt es jetzt auch in Deutsch. Finde ich ganz, ganz toll. Bin ich verrückt nach, wollte ich haben, weil in Englisch finde ich dem seine Kommentare wirklich sehr, sehr gut. Auch wenn hier und da ein paar Dinge nicht ganz korrekt sind. Aber jetzt weiß ich auch, wie das kommt. Weil der deutsche Übersetzer schreibt hier, Matthew Henry war verständlicherweise eine Person seiner Zeit. Ich sagte ja gerade, er lebte im 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts. Deshalb habe ich gelegentlich seine Standpunkte, wie zum Beispiel gegenüber der römisch-katholischen Kirche, etwas abgemildert. Also mit anderen Worten, ich habe den originalen Text habe ich verfälscht, weil ich eine andere Meinung davon habe, wie die römisch-katholische Kirche ist und ich das so nicht wiedergeben möchte. Und genau das sagt der Autor dieses Buches hier auch. Er sagt hier, ich möchte ausufernden Kommentare in Bezug auf Sardinien und den Kanton Genf, in Bezug auf Verkehr und Gewerbefleiß, was wir hier sahen, hat der Autor ausführlich beschrieben. Aber diese ausführliche Beschreibung mitzuteilen, die versagen wir uns hier in diesem Buch. Das ist halt sehr, sehr schade. Nun, glücklicherweise geht es hier nicht um irgendwas, was Lehre oder sowas angeht, sondern nur um eine Beschreibung, Gebietsbeschreibung und eine deutliche Erklärung. Aber ich finde es trotzdem schade, dass der Autor, also dass der Übersetzer hier, den Richtigen hier anklagen, dass der Übersetzer hier sagt, dass er eben teilweise das Buch selbstständig, also eigenmächtig sagt, nicht weiter übersetzen zu wollen, also bestimmte Dinge rauslässt. Nur der Schluss von den Ausführungen von James Edgar Wiley, den gibt er uns hier in dieser Fußnote. Da sagt James Edgar Wiley, Zitat, das sardinische Gebiet erscheint wie ein Königreich von Bettlern, die aus dem Paradiese noch nicht vertrieben sind, aber verurteilt, seine Früchte nicht zu genießen. Der Kretinismus, eine Eigentümlichkeit papistischer Alpengegenden, eine Folge des Schmutzes, unzureichender Kost und geistiger Versumpfung, ist weit verbreitet und beständig wird man hier durch die Dummheit, Bettelhaftigkeit und das gesamte Elend des Volkes an des Dichters Wort erinnert. Ubique luctus, ubique squalor. Das ist lateinisch und bedeutet so viel wie ringsum Jammer und starrender Schmutz. Es ist das Land der Verfolger und Genf, Lausanne, das Land der Bekenner. In diesen Gegenden brannte einst hell, weit sein himmlisch Licht verbreitend, der waldensische Leuchter. Ja, wir wissen ja, die Waldenser haben als ihr Symbol, ja, keine christlichen Symbole, aber die haben ein Symbol, diese Menorah, diesen Leuchter, den sie da
haben. Das ist in den waldensischen Abbildungen drin. Ich weiß nicht, ob ich das hier habe ich das. Lux, das ist der Spruch, der darum ist. Ja? Lux lucet in tenebris. Das ist ihr Spruch. Und dann haben sie diese Kerze hier und dann die Sterne. Ja, das sehe ich, das sind fünfzackige Sterne. Ich weiß nicht, ob die sich da was bei gedacht haben oder was hier jetzt nur schlecht dargestellt ist. Die Waldenser werde ich also nie im Leben mit Satanisten oder so in Verbindung bringen. Warum die Sterne hier fünfzackig sind, das kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall geht es um dieses Licht und damit haben die Waldenser immer das Wort Gottes in der dunklen Welt, im dunklen Zeitalter aufrechterhalten. Wir sind den Waldensern sehr viel Dank verschuldet durch die Jahrhunderte hin. Ja? Und deswegen sagt der Autor hier auch, in diesen Gegenden brannte einst hell, weit sein himmlisches Licht verbreitend, der waldensische Leuchter, also die Kerze, die wir da in dem Emblem gesehen haben. Die Genfer Kirche ist in neuem Aufschwunge begriffen. Und da, wo in ihrem Bereiche das Evangelium lauter verkündet wird, herrscht kräftige moralische Gesundheit. Und dort herrscht eben auch blühender Wohlstand. 25% der Bevölkerung gehören den Schulen, nur 1% den Spitälern an. Die letzten Worte von James Edgar Wiley sind von besonderer Wichtigkeit. Die Erfahrung bestätigt es schon und wird es im weiteren Verlaufe noch mehr dartun, dass die zerrüttenden Folgen des Unglaubens, sobald er den Protestantismus vergiftet, dem sozialen Verderben, welches der Papismus aussät, mindestens gleichkommen. Das ist also eine Bemerkung des Bearbeiters, mit anderen Worten des Übersetzers. Fahren wir fort im Text. Also, und so ist es, mehr und minder scharf hervortretend, im gesamten Alpengebiete. Roussel zählt, eine Reihe durch die Schweiz beschreibend, alle reinlichen und alle schmutzigen Kantone und Hauptorte der Schweiz auf. Ohne es zu wissen, gibt er damit zugleich eine Liste aller evangelischen und aller römisch-katholischen Kanone. Aller Welt ist der Kunst- und Gewerbefleiß bekannt, den Tausende von geschickten und tätigen Arbeitern in Genf pflegen. Demgegenüber stehe ein Gemälde, welches Zschokke, also das ist ein Heinrich Zschokke, ein Künstler wohl, der mit zwei anderen angesehenen Katholiken der aargauischen Regierung mit einer Dissertation der Klöster des Kantons beauftragt wurde, entwirft. So, ich muss mal eben die Seite hier öffnen. Ich hatte das letzte Woche geöffnet, aber da sind wir ja nicht hierher gekommen. Und heute habe ich es, wie gesagt, weil ich gearbeitet habe, heute Nachmittag nicht die Zeit gehabt und daran gedacht, es zu uns anzuschauen, mir zu öffnen. Wir müssen mal auf diese Seite eben gehen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das anschauen. Kanton Aargau, ja, wo es hier um geht. Ja, also, Tausende von geschickten und tätigen Arbeitern in Genf pflegen, dem gegenüber stehe ein Gemälde, welches Zschokke, der mit zwei anderen angesehenen Katholiken der aargauischen Regierung bei seiner Visitation der Klöster des Kantons beauftragt wurde, entwirft. Die Bevölkerung rund um das Kloster von Muri ist die trägste, ärmste, ungebildetste und unwissendste des ganzen Landes. Scharen von missgestalteten und zerlumpten Bettlern beiderlei Geschlechts lungern an den Toren des Klosters, empfangen ihre Suppenportionen aus dessen Küche und verrichten dafür die niedrigsten und schmutzigsten Arbeiten. Ja, die aargauische Regierung. Und deswegen habe ich mir mal diese Seite rausgesucht. Und es geht gar nicht darum, was auf der Seite ist. Es geht nur darum, was ihr hier oben links seht. Schaut euch mal das Emblem, das Symbol von Aargau an. Drei Wellenlinien und wir wissen, dass die drei Wellenlinien stehen für 666. Genau wie zum Beispiel bei den Siebentags-Adventisten haben wir auch diese drei geschwungenen Wellenlinien. Und drei, und in diesem Falle sicherlich bewusst aus dem Grund gewählte Pentagramme. Das fand Ja, bitte? Bei Wallis hast du 13 Pentagramme, das wir eben gelesen haben. In dem Wappen von Wallis.
Von den Waldensern? Oder was? Wo es um in Schweiz, um den Kanton Wallis ging, wo ja alles, wo die Leute so minderbemittelt wären. Ach so, ja, okay. Ja? Das habe ich, da habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber ja, das ist ja gut möglich. Hier sind es halt drei Pentagramme und dann diese 666 Wellenlinien damit bei. Ne? Also das fiel mir halt nur auf. Und ich dachte, Aargau, guck ich da mal. Dann habe ich das hier gesehen und gesagt, okay, da brauchst du gar nicht weitergucken. Ne? Also, dass das nicht unter protestantischem Einfluss ist, das dürfte ziemlich deutlich sein. Ne? Glaube ich so. Und im Wallis hast du 13 Sterne, Michael. Hallo? Ja, ich habe mich gerade wieder gemutet. Ja, die haben so ein rotes Wappen und da sind halt in drei Reihen sind insgesamt 13 Sterne drauf. Damit es nicht auffällt, eine Reihe 4, eine Reihe 5 und so weiter. Okay. Mhm. Gut, danke für die Erklärung dazu. Hast du da ein Bild oder sowas, was du uns mal zeigen kannst, was du uns via Skype eben teilen kannst? Das habe ich jetzt gerade weggetan. Moment, da ist es wieder. Moment. Ja, es kommt sofort. Dem scheiß Herzen da, Blödsinn. Sehr schön. Das hier, ja, okay. Das ist, glaube ich, ziemlich deutlich. Ne? Und das ist also das Symbol von Wallis. Genau. Mhm. Im Wallis bin ich vor 18 Jahren oder so bin ich da mal gewesen. 17, 18 Jahre. War eine Geschäftsreise mit der Firma Jakob Gerhardt, wo ich da ein paar Tage da verblieben bin. Wunderschöne Gegend, muss ich ganz ehrlich sagen. Am Fuße des Matterhorns. War schon sehr schön da. Ja. Damals kannte ich solche Dinge noch gar nicht. Ist aber interessant. Ne? Ja, schöne Ergänzung, Michael. Danke dafür. Fahren wir fort. Frankreich ist in Bezug auf Lage, Verteilung von Berg und Ebene, Fruchtbarkeit, ursprüngliche geistige Begabung des Volkes vielleicht das erste unter Europas Reichen. Es hat auch eine Zeit lang die Leitung der europäischen Angelegenheiten gehabt, ist seit den Zeiten Ludwig des 14., was nominellen Reichtum und Bevölkerung betrifft, bedeutend gewachsen, hat entsetzliche Anstrengungen wie die durch den Tyrannen Bonaparte ihm zugemuteten glücklich durchgemacht. Dennoch aber steht es, alles in Anschlag zu bringende, wirklich mitberechnet, weit unter allen protestantischen Staaten. Frankreich, sein Verfall ist unschwer, wie auch seine größten Historiker bestätigen, als eine Folge des römischen Fanatismus nachzuweisen. Nicht eher, als es bis dieser von oben her zur Herrschaft gebracht worden, nicht eher, als es dies die bekannten rasenden Anstrengungen, das Evangelium auszurotten, geglückt waren, sind die Prinzipien der Untertanentreue, Gesetzlichkeit und Tugend und damit die allgemeine Wohlfahrt des Landes in allmähliges Sinken geraten. Ein 1850 veröffentlichtes Werk von Rondeau, von Rodo heißt er hier, The Decline of France, also der Abstieg von Frankreich, beweist aufs Gründlichste mit Berücksichtigung der neuesten offiziellen statistischen Angaben ihrer Bevölkerung, Aushebungen, Schifffahrt, Ausfuhr und Einfuhr, also Handel, letztere zum Beispiel übertraf in den Jahren 1837 bis 1841 die erstere um 71 Millionen Tonnen. Das muss man sich mal vorstellen. In den Jahren 1837 bis 1841 hat die Ausfuhr 71 Millionen Tonnen die Einfuhr übertroffen. So wird man ein reiches Land, wenn man viel exportiert, nicht wahr? Und von 1842 bis 1846 um 573 Millionen Tonnen. Ein handgreiflicher Beweis von der Abnahme des Nationalreichtums. Man kann es natürlich auch so sehen, dass man eben alles dann exportiert. Ne? Ausfuhr und Einfuhr, also mit anderen Worten, sehr viel Ausfuhr und nichts Einfuhr. Wenn man für die Ausfuhr natürlich viel Geld einnimmt, dann ist das in Ordnung, aber das war wohl weniger der Fall. Von daher haben sie dann hier ein Handelsdefizit gehabt.
Wert und Belastung des Grundbesitzes, Gesundheitszustand, Arbeitskraft, Schulbesuch, öffentliche Verbrechen und so weiter und so weiter, dass Frankreichs Nationalkraft und Reichtum in beständigem Sinken begriffen sind. Ein Meisterstück hat der Papismus in seiner Eigenschaft als Verderber des Volkswohls an Spanien vollbracht, wo er immer die ungeteilte und kaum die Ein Meisterstück hat der Papismus in seiner Eigenschaft als Verderber des Volkswohls an Spanien vollbracht, wo er immer die ungeteilte und kaum hier und da angezweifelte Herrschaft behauptete. Ich habe ja schon öfter gesagt, dass Spanien das katholischste Land auf dieser Erde ist. Dieses Land, Spanien, ein Garten Gottes, durch alle Naturverhältnisse zu einem großen und mächtigen Reiche geschaffen, was ist es in den Jahrhunderten der Bigotterie unter der Herrschaft der Inquisition geworden? Von der Höhe des ersten Staates Europas ist es zur Stufe eines der letzten herabgesunken. Seine Stimme zählt nicht mehr mit im Rate europäischer Fürsten und sein Name ist fast zum Spott geworden. Sein Handel ist für immer dahin. Mehr als die Hälfte seiner Äcker liegt unbebaut. Und seine Häfen ohne Schiffe, seine Straßen ohne Reisende, seine versandeten Kanäle, seine entvölkerten Riesenstädte, seine verödeten Paläste, seine Universitäten ohne Studenten verkünden von Geschlecht zu Geschlecht, was konsequenter Romanismus aus einem Lande machen kann, in welchem es Mahomets Söhnen einst gelang, die Anschauungen kühnster orientalischer Fantasie zur lachenden Wirklichkeit zu gestalten. Je näher man dem Sitz des Papsttums kommt, desto dichter wird die Finsternis, desto trostloser die moralische und physische Verderbnis des Volkes. Italien, herrliches Land, Zierde Europas, was ist aus deinen Fluren geworden? Ja, noch immer zeigst du die deutlichen Spuren vergangener Herrlichkeit und deine lieblichen Berge, Täler, Wälder, deine magisch schönen Meeresufer entzücken den Wanderer. Aber warum die Trümmer? Warum nicht neue christliche Herrlichkeit? Warum nicht das kräftige Leben und der blühende Wohlstand christlicher Staaten an der Stelle antiker Größe und römischen Heidentums? Weil das Papsttum vom Tiberstrande aus rings das Land beherrscht. Die Lombardei mit ihren sonnigen Ebenen, ihren überreichen Getreidefeldern und Rebenhügeln ist, Mailand etwa ausgenommen, zur völligen Unbedeutenheit für Handel und Gewerbe herabgesunken. Und wo ist Venedigs Herrlichkeit? Bettler wimmern um Almosen auf den Kais, an denen einst die Herren des Welthandels ihre Schiffe nach Hunderten zählten. Italiens Literatur ist vertilgt durch die Doppelherrschaft der päpstlichen Cäsaren und des eingewurzelten Aberglaubens. Die Bibel ist, einige Täler und Höhen der Abruzzen vielleicht ausgenommen, wo im Stillen das Gotteswort arbeitet, und den Hirten abermals ihren Heiland verkündet, die Bibel ist ansonsten ein fast unbekanntes Buch in Italien. Erbärmliche, unsittliche Erzählungen in Prosa und Versen, Räubergeschichten und die Heiligenlegende in krassester Gestalt sind die geistige, von den Geistlichen geduldete Nahrung des Volkes, soweit sie dies überhaupt imstande ist, über die tägliche Trägheit und Bettelei sich zu erheben. In einer Fußnote sagt der Autor hier, als Kuriosum werde erwähnt, dass die römisch-katholischen Geistlichen in Belgien vorzüglich deshalb Gegner des Freihandels sind, weil sie die Einfuhr protestantischer Bücher fürchten. Jeder Hafen hat in papistischen Orten einen Geistlichen, diese Einfuhr zu verhüten. Antwerpen ist da ein gutes Beispiel zu. Und Antwerpen, ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist, das kommt eigentlich aus dem Wort Handwerfen. Ja? Da wurden Hände abgehackt und weggeworfen. Ihr könnt euch ja vielleicht vorstellen, was für Hände das waren, was die gemacht haben. Antwerpen, Handwerpen. Ja?
Handwerfen, wie wir im Deutschen sagen. Mal eine kleine interessante Anekdote dazu. Der Ackerbau in Italien immer noch ist auf der niedrigsten Stufe. Und wo das Getreide üppig gedeiht, wie in den Ebenen von Rom, da wagen der Malaria wegen die Besitzer es nicht zu ernten. Von den Bergen kommen die hungrigen Bettler herab und die eine Hälfte stirbt von der Krankheit hingerafft, auf dass die andere mit dem Arbeitserlös das elende Leben fristen könne. Und wir wissen doch, dass die pontinischen Sümpfe, die jetzt von Jahr zu Jahr giftiger werden, einst mit dem blühenden volskischen Städten besetzt waren. Volsker, das war ein oskisch-umbrische Sprachgruppe gehörender italienischer Volksstamm. Da findet man auf Wikipedia Info drüber, aber nicht viel. Im englischen Wikipedia viel mehr, deswegen habe ich die beiden Links hier zugeführt. Ja. Also, dass die pontinischen Sümpfe, die jetzt von Jahr zu Jahr giftiger werden, einst mit den blühenden volskischen Städten besetzt waren. Aber die römische Kirche, welche der Versumpfung der Geister nicht wehren kann, scheint auch die der Erde nicht hemmen zu können. Die vielen heiligen Tage in Werkdienst und träger Ruhe vollbracht, befördern hauptsächlich Italiens Armut. Es lässt sich berechnen, dass im Allgemeinen der dritte Teil aller Arbeitszeit auf den Heiligendienst verwendet wird, der nun außerdem namentlich durch die unaufhörlichen Wallfahrten zu Trunkenheit und jeder Art von Ausschweifungen Anlass gibt. Ferner wirkt verderblich die ungeheure Zahl von Klerikern, die in Rom bei einer Bevölkerung von 170.000 Seelen, worunter etwa 6.000 Juden und Reisende, ca. 4.450 beträgt, 1.400 Nonnen mitgerechnet, so dass etwa auf je 25 erwachsene männliche Personen ein Priester oder ein Mönch kommt. Während in einzelnen Provinzialstädten das Verhältnis noch schlimmer ist, also noch weniger erwachsene Männer aufgeteilt auf einen Priester. Nun wissen wir aber, wie selbst römische Schriftsteller über den alles gesunde Volksleben hemmenden Einfluss des italischen Klerus klagen. Die Armen bedrückend, die Reichen brandschatzend, ist es ihm gelungen, dem Klerus ein für Handel und Verkehr totes, nur dem Aberglauben zur Verherrlichung dienendes, ungeheures Kapital aufzuhäufen, welches ungefähr 100 Millionen Taler beträgt, also einen jährlichen Ertrag von ungefähr 5 Millionen bringt, nahezu die Hälfte der gesamten Staatseinkünfte. Es bleibt uns nun noch ein Land, dessen bloßer Name an die Schrecken der Herrschaft des Papismus erinnert. Und ich bin da vorhin schon mal kurz drauf eingegangen. Irland. Inmitten einer reichen Natur, eines Überflusses an Metallen, unter einem milden Himmel herrschen Unwissenheit, Trägheit und Verbrechen aller Art, wie wilde Bestien das Land verwüsten. Die beständig wachsende Bevölkerung verlässt nackt und hungrig jährlich zu Tausenden des Eilandes Küsten, um in die fieberschwangeren Höhlen der großen Städte oder auf Kanadas kalte Gefilde sich zu begeben. Schlage den Erdatlas auf, sagt Dr. Ryan, der römisch-katholische Bischof von Limerick. Suche von Pol zu Pol auf beiden Hemisphären und du findest kein Land so unglücklich als Irland. Aber wie kommt das? Wer die Kraft der von uns entwickelten und durch zahlreiche Beispiele erhärteten falschen Prinzipien nicht verkennt, der weiß es wohl, dass die alleinige Ursache der Papismus ist. Weil Irland keinen Teil hat an der großen religiösen und industriellen Wiedergeburt des 16. Jahrhunderts,
Darum steht es so tief unter der Bildungs- und Wohlstandsstufe nicht nur seines Nachbarn England, sondern der meisten europäischen Staaten. Priester und Verbrecher wühlen gleichzeitig und wetteifern in seinen Eingeweiden, und während der Grundbesitzer seine Zinsen, der Pächter seinen notwendigsten Ertrag nicht erzielen kann, erlangt der Priester das Seinige meist vollauf. Welch ein Kontrast gegen das von Natur so viel ärmere Schottland. Hier hat das Evangeliums milde Kraft Sümpfe und Wälder in einen Garten und Schauplatz regster Tätigkeit für Handel und Gewerbe verwandelt. Dort der Papismus einen Garten in eine Wildnis, ein kräftiges Volk in einen unwissenden Bettlerhaufen. Die entgegengesetzten Kräfte haben auch die entgegengesetzten Wirkungen. Derselbe Papismus, der Irland unter dem Niveau der europäischen Welt hält, der hat im Süden unseres Erdteils Italien und Spanien aus Ländern der Helden und der Weisen zu Tummelplätzen geistiger Verwilderung und abergläubischer Knechtschaft gemacht. Und dasselbe Evangelium, welches nach seiner Auferstehung in der gesegneten Reformation Holland und England zum kräftigsten Aufblühen brachte, hat das kleine und entlegene Schottland im Nordwesten Europas zu einer Höhe moralischer und industrieller Kultur gebracht, die ihm einen Ehrenplatz unter den christlichen Nationen sichert. Oh, dass alle Fürsten aus solchen Beispielen lernten! Seid weise, ihr Könige! Spricht dadurch der Herr der Völker zu ihnen. Wir gehen hier kurz in zwei Fußnoten hinein. Erste Fußnote zu dem Satz, derselbe Papismus, der Irland unter dem Niveau der europäischen Welt hält, der hat im Süden und das unseres Erdteils Italien und Spanien aus Ländern der Helden und Weisen zu Tummelplätzen geistiger Verwilderung und abergläubischer Knechtschaft gemacht. Da gibt es eine Fußnote dazu, die besagt, Referent vernahm jüngst von einem eben aus Italien zurückkehrenden Gelehrten folgendes Beispiel von der Gedankenlosigkeit des italischen Aberglaubens. Der bezeichnete Referent in diesem Fall reiste in Sizilien auf sehr schlechtem, durch angeschwollene Bergflüsse gefährlich gewordenen Wege. Der Fuhrmann, ein Sizilianer, rief bei jeder gefährlichen Stelle, »O Santissimo Iosefo!« kam eine noch schlimmere, »Oh, Santissima Maria!« und bei noch gesteigerter Gefahr, »Oh, Santissimo Diavolo!« mit anderen Worten, »Oh, heiligster Teufel!« Oh, dass alle Fürsten aus solchen Beispielen lernten. »Seid weise, ihr Könige«, spricht dadurch der Herr der Völker zu ihnen. Und da heißt es in der Fußnote wie folgt, »Der Herr lässt sein armes Volk nicht. Davon liefert ein sprechenden Beweis, was jüngst in Irland sich begeben und noch begibt. Und im September dieses Jahres, also das muss dann 1853 gewesen sein, von der in Dublin versammelten Evangelical Alliance, also Evangelischen Allianz, darunter auch des Verfassers dieses Buch, und sicherlich von allen Freunden des Evangeliums als das Morgenrot einer besseren Zeit für Irland begrüßt wurde. Das Evangelium erkämpft in Irland Siege. Eine mächtige Bewegung unter den römisch-katholischen findet statt im Westen und Süden des grünen Eilandes. 50.000 Katholiken sind in den letzten anderthalb bis zwei Jahren zur evangelischen Kirche übergetreten. 13 neue Gemeinden aus ehemaligen Katholiken haben sich gebildet und eine große Zahl von Kindern katholischer Eltern befinden sich in protestantischen Schulen. Außerdem haben die Originalmethodisten auf 1411 Stationen der Insel 857 Agenten, welche irisch reden und des Nachts, wenn die Priester schlafen, den römisch-katholischen das Wort Gottes predigen. So lauten die übereinstimmenden Zeitungsberichte. Die römisch-katholischen Journale leugnen bis dahin mit wunderbarer Naivität diese Tatsachen schlichtweg. Der letzte Satz sagt im Grunde alles, nicht wahr? Die römisch-katholischen Journale leugneten bis dahin mit wunderbarer Naivität die Tatsachen schlichtweg. Das ist heute nicht anders.
die römisch-katholischen Journale, das heißt Journalisten, das heißt Schreiberlinge, Fernsehlinge und Radiolinge leugnen auch bis heute in ihrer wunderbaren Naivität alle Tatsachen weg oder stellen sie als verkehrte Nachrichten hin oder neudeutsch Fake News. Ja? Nein, der Herr lässt sein armes Volk nicht. Und das ist ein wunderbares Beispiel, dieser Absatz, den wir hier gerade lesen, ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass man sieht, dass selbst in den katholischsten Gegenden Gott seine Arbeit machen kann und das Wort immer noch bibelgläubige Christen daraus holen kann. Ja? Das Evangelium erkämpft in Irland Siege. Das ist rein die Macht und der Beweis dafür, dass unser lebender Gott überall sein Volk hat. Eine mächtige Bewegung unter den römisch-katholischen findet statt im Westen und Süden des grünen Eilandes von Irland. 50.000 Katholiken sind in den letzten anderthalb bis zwei Jahren zur evangelischen Kirche übergetreten. 13 neue Gemeinden aus ehemaligen Katholiken haben sich gebildet und eine große Zahl von Kindern katholischer Eltern befinden sich in protestantischen Schulen. Das dürfte ja einer der wichtigsten Sätze sein. Eine große Zahl von Kindern katholischer Eltern befinden sich in protestantischen Schulen. Nun, damals, in Mitte des 19. Jahrhunderts, gab es noch protestantische Schulen. Heute gibt es das nicht mehr. Und da wir nicht mehr allzu viel zu lesen haben in diesem Kapitel, lesen wir eben noch zu Ende. Es wird dem Engländer erlaubt sein, in Vollendung des Kontrastes mit Dank gegen Gott hinzublicken auf die ruhmvolle Stellung, die binnen zwei Jahrhunderten, nämlich dem letztverflossenen, also 18., sein Vaterland gewonnen hat unter den Staaten Europas und auf die Machtfülle, die es in allem auswärtigen Erbteilen entwickeln darf. Von einem Staate, dessen Sprache und Sitten über die begrenzenden Küsten hinaus wenig bekannt waren, ist es eine Macht geworden, deren räumliche Ausdehnung das alte Römerreich um das Dreifache übertrifft und deren Handels- und Kriegsflagge in der ganzen Welt geachtet wird. Wehe uns Briten, wenn wir blind wären gegen unsere Nationalfehler und unsere Nationalsünden. Mit anderen Worten, James Edgar Wylie sagt hier, Britannien ist größer und zwar dreimal so groß wie das alte Römerreich in seiner ganzen Ausbreitung. Wenn man jetzt zum Beispiel Kanada und Australien und solche Länder mitzählt, die halt in dem sogenannten Commonwealth, in dem Gemeinschaftswohlsein da mit einbegriffen sind. Indien, was ja damals auch noch unter der Fittiche Englands war. Und dann natürlich die Flotte, vor allen Dingen die Handelsflotte, die sie hatten. Ne? Zu der Zeit war England oder war Britannien das dreimal so groß wie Rom in seiner größten Ausbreitungszeit. Aber auf diesen Lorbeeren sollte man sich nicht ausruhen, das sagt der Otto hier. Wehe uns Briten, wenn wir blind wären gegen unsere Nationalfehler und unsere Nationalsünden. Also lasst uns bloß nicht darauf ausruhen, sondern wir dürfen hierbei nicht ruhen, wir dürfen nicht die Fehler, die wir dabei begehen und die Sünden, die wir dabei begehen, vergessen. Wir müssen uns dieser bewusst werden, weil wenn wir uns da nicht von bewusst sind, dann ist Gott sich davon bewusst und wenn wir uns nicht bekehren und von diesen Fehlern und Sünden zurücktreten, dann wird Gott uns schlussendlich dafür bestrafen. Ich ziehe jetzt mal den voreiligen Schluss, dass ich im Jahre 2020 sagen kann, dass es inzwischen auch passiert. Aber wenn wir das nicht sind, dann dürfen wir es auch nicht ohne Scheu aussprechen, dass wir fortgeschritten sind in Freiheit und Selbstständigkeit und dass gottseliges Leben bei uns zu finden ist. Hier gehen wir nochmal in eine Fußnote des Bearbeiters, also des Übersetzers rein. Wer wollte dem Engländer dieses gerechte Selbstgefühl verargen? Würde der Originalcharakter des Buches nicht zu sehr dadurch beeinträchtigt, so wäre hier der Ort, als Parallele des an den Brüsten der evangelischen Kirche großgezogenen Preußens des Weiteren zu gedenken. Im Protestantismus ruht Preußens Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
solange der evangelische Geschichtsunkundige noch den vollständigen Sieg des Evangeliums in Deutschland hoffen darf. Und er darf es. Solange darf er auch auf Preußens und seines evangelischen Regentenhauses glorreiche Zukunft hoffen. Diesen kleinen Absatz, den ich gerade eben gelesen habe, den sollten sich viele Deutsche mal hinter die Ohren schreiben. Da sollten sie mal was draus lernen. Warum war es so wichtig, Preußen als Staat im Ersten und vor allen Dingen im Zweiten Weltkrieg zu vernichten? Warum hat man dafür gesorgt, dass das Preußische Reich von Bismarck aufgerichtet vom Süden unterwandert wurde? Vor allen Dingen im Zweiten Weltkrieg mit einem importierten Österreicher. Warum hat man die Macht, die man im Süden hatte, die katholisch ist, nach Preußen in Berlin importiert? Das ist wie ein Krebsgeschwür, was sich da breit gemacht hat. Und das ist genau das, was der Übersetzer uns hier in den 1850er Jahren bereits sagt. Wir müssen vorsichtig sein. Ja? Wer wollte den Engländern dieses gerechte Selbstgefühl verargen? Wer würde den Preußen ihr gerechtes Selbstgefühl verargen? Würde der Originalcharakter des Buches nicht zu sehr dadurch beeinträchtigt, so wäre hier der Ort, also wir wollen das Buch jetzt an seiner Stelle nicht verändern, deswegen macht der Übersetzer nur eine kleine Note, als Parallele des an den Brüsten des evangelischen Kirche großgezogenen Preußens des Weiteren zu gedenken. Also wir würden jetzt das übertragen, weil wir das Buch hier in Deutsch lesen, was der Autor hier in Englisch schreibt oder hätte schreiben können, auf Preußen zu übersetzen. Im Protestantismus ruht Preußens Vergangenheit. Meine lieben Brüder und Schwestern, das ist eine unglaublich wichtige Aussage. Denn wenn der Protestantismus vernichtet wird, dann wird auch die Vergangenheit Preußens aus unseren Gedächtnissen und aus unseren Geschichtsbüchern gelöscht. Und das ist ja nun mal, wo wir herkommen. Im Protestantismus ruht Preußens Vergangenheit, aber auch seine Gegenwart und seine Zukunft. So, und wenn man Preußen zerstört, dann zerstört man den Protestantismus. Und genau das ist ja wohl nach dem Zweiten Weltkrieg unglaublich gut gelungen. Der Bearbeiter sagt das hier in den 1850er Jahren. Und durchgeführt wurde das genau, also knapp 100 Jahre später. Bis heute. Im Protestantismus ruht Preußens Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Zerschlage den Protestantismus und du zerschlägst Preußens Kraft, Preußens Gedankengut. Du zerstörst die, zwischen Anführungszeichen, Kultur Preußens. Solange der evangelische Geschichtskundige noch den vollständigen Sieg des Evangeliums in Deutschland hoffen darf, und damals durfte er das noch, solange darf er auch auf Preußens und seines evangelischen Regentenhauses glorreiche Zukunft hoffen. Nicht vergessen, dieses Buch wurde geschrieben vor der Errichtung des Deutschen Reiches durch Bismarck 1871. Also schon beinahe prophetisch, was der Übersetzer uns hier mitteilt. Wem verdanken wir dies, fahren wir fort in dem Buch. Der Bibel und ihrem gnädigen Urheber. Wir haben, das müssen wir eingestehen, noch nicht getan, was wir konnten zur Verbreitung dieser Lebensquelle. Aber wir haben uns doch in diesem heilsamen Werke von keinem anderen Volke übertreffen lassen, sondern mehr darin gearbeitet, denn sie alle. Und darauf ruht Gottes Segen. Weil das Papsttum die Bibel gebannt hat, darum gehen die Völker seiner Herrschaft also zurück. Darum versinken Individuen und Nationen in Unsittlichkeit. Darum versinken Individuen und Nationen in Unwissenheit, in physisches und psychisches, füge ich hinzu, Elend. Das Bibelwort predigt den einzig rechtmäßigen Fortschritt. In den Reichen des Vatikan ist es verstummt. Darum sind sie so verwüstet. Darum ist im Vergleich mit den evangelischen Staaten ihre Industrie und ihr Handel gelähmt, ihre Verwaltung verderbt, ihre Rechtspflege vergiftet, ihre Ordnung und Sitte
unterhöhlt, wo die Bibel das einzig probehaltige soziale Element, das einzig probehaltige soziale Zement, das einzig Zement, okay, das verstehe ich jetzt nicht, fehlt, der einzige Zement fehlt, also die Grundlage, der Fundamentalismus, ne? Da hat die Gesellschaft keinen Halt. Nun, wer nicht hören will, was die Bibel sagt, der komme doch wenigstens zu hören, was der papistischen Ländergeschichte und Zustand verkündigen. Die Sprache ist deutlich und verständlich und Geschichte beweist es uns die ganze Zeit. Was wir der evangelischen Wahrheit uns Erfreuende aber haben und vor denen im Papsttum Gefangenen voraus haben, dafür gebührt dem Herrn unser Dank. Bringet her dem Herrn Ehre und Stärke, steht im Psalmen 29, Vers 1 geschrieben. Er spricht aus Jesaja Kapitel 46, Vers 13. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht, sie ist nicht ferne und mein Heil säumet nicht, denn ich will zu Zion Heil geben und Israel meine Herrlichkeit. Gelobet sei der Herr. Und es gibt keine besseren Worte als diese letzte Lesung dieses letzten Kapitels, dieses vierten Buches, abzuschließen, als mit den Worten: Preise den Herrn. Maranatha.